Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5 mit der Lüdenscheid-Modifikation auf der Map Linzing. Das heißt, wir sind wieder auf der kleinen, etwas schwierigeren Map Linzing unterwegs und ich freue mich drauf. Und es geht direkt los, TH0 VU Sachschaden. Alles klar, das heißt, es gab hier einen Unfall, wir haben zwei beschädigte Fahrzeuge, keine Betriebsmittel ausgelaufen, so wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob wir trotzdem die Feuerwehr mit dazu schicken wollen oder nicht. Ist jetzt so die Frage. Haben wir hier irgendwie stichwortmäßig was Passendes? Ich sehe jetzt eigentlich da Verkehrsunfall mit Sachschaden. Haben wir doch was Passendes. Alles klar, brauchen wir einen Funkstreifenwagen. Den Einsatz hatte ich auch noch nicht. Finde ich cool. Mehr brauchen wir nicht. Anscheinend, das war's. Ja. Wie gesagt, es sind keine Betriebsmittel ausgelaufen, so wie es aussieht. Brauchen nur die Polizei, der muss dann einen Abschlepper rufen. Er sieht gesund aus, können wir dann gleich nochmal nachfragen mit der Polizei. Tun wir jedenfalls so. Und ja, wo sind wir denn eigentlich? Wir sind hier ganz oben links im Eck. Alles klar. Da kommt von da ein Streifenwagen, genau. Erwarte Befehl. Perfekt, dann folgen wir dem gerade mal. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt hier direkt wieder chaotisch losgeht oder ob es einigermaßen, ja, erträglich bleibt, weil, ja, wir hatten, oder meistens beim Emergency-Start hat man erstmal eine riesengroße Katastrophe. Da bin ich ja froh, wenn es nur bei einem Sachschaden quasi bleibt mit den Fahrzeugen. Da bin ich recht entspannt. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, oder? Es ist nur ein blöder Sachschaden, es stehen Autos auf der Straße, aber jetzt nichts Lebensbedrohliches, wo es sich lohnt, sich zu gefährden, dass man da mit Blaulicht hineiert. Hätte ich bei der Alarmierung rausnehmen können eigentlich. Aber gut. Er fährt jetzt ohne Blaulicht hin, weil Blaulicht, weiß ich nicht, ist keine Person verletzt oder so, es sind einfach nur Blechschaden am Auto, ja, nur materielle Sachen kaputt. Brauche ich nicht unbedingt Blaulicht, es geht ohne. Habe ich ein bisschen überreagiert? Nee, beziehungsweise ich habe es einfach vergessen, dass die Möglichkeit besteht. So, machen wir so. Unfall, Warnblinker ist an. Pfeile zeigen in der Matrix oben an, dass ein Unfall hier ist. Erwarte Befehle. Rufen wir einfach mal direkt einen Abschlepper. In Ordnung. Normalerweise würde man jetzt erstmal hier zum Fahrer gehen. Ich denke mal, er ist Fahrer und würde danach haken. Ja, ist in Ordnung. Sind Sie verletzt? Brauchen Sie einen Rettungswagen? Bin dabei. Wir können ja mal so tun, als würden wir uns hier die Sanitätstasche nehmen und laufen mal zu ihm. Erwarte Befehle. Tun wir einfach mal ein bisschen schauspielern. Okay, er will aber nicht schauspielern. Lauf dahin. Er will echt nicht schauspielern. Er ist kein Fan vom Schauspielern, merke ich gerade da hinten, der Dude. Ah, vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt. Dann kann ich aber mal so ganz klein heimlich OBS wieder mal das ein oder andere Bildchen machen. So, jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, bis der Abschlepper kommt. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. So, ich wollte eigentlich gerade nur die Sache hinlegen, aber mit Tastenkombi geht das irgendwie nicht. Mu? Mu? Keine Milka dabei, schade. Naja, ist jetzt nur die Frage, wann kommen die Abschlepper? Also momentan, also so einen entspannten Emergency-Start hat. Ruhe, ich rede hier. So einen entspannten Emergency-Start hatten wir auch noch nicht. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Stellen Sie Ihren Zustand fest. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Mitten auf der Straße mal wieder. Das ist so eine perfekte Position. Ich stelle mich mit dem Rettungswagen direkt mal dahinter, damit da nichts mehr passiert. Wer halt nicht durch die Lücke durchpasst, hat Pech gehabt. Muss halt warten. Gesundheit geht vor. So, warten wir hier. Sind aber gleich da. Die sind gleich da. Ja, der fährt jetzt um die Kurve. Dann sind wir quasi schon bei den Fahrzeugen angekommen. Ich muss gerade mal auf meine Festplatte achten, dass die nicht voll läuft. So sieht aber ganz gut noch aus. Wo fährt er lang? Er fährt einmal hinten rum, wahrscheinlich. Ah ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Diese Abschleppwegen sind einfach. In Emergency sind die wirklich eine Katastrophe. Also von der Wegfindung her. Eieiei. Nicht gut. Nicht gut. So. Der Rettungswagen müsste aber eigentlich auch schon gleich da sein. Der hat es ja eigentlich nicht weit. Ne, da kommt er doch. Da ist er ja.
erwarte Befehle. Da ist er ja. Ist jetzt ein bisschen wichtiger als die Fahrzeuge abschleppen. Aber ist trotzdem total entspannt gerade. Ich wette mit euch, jetzt ist... Oh, der Rettungswagen fährt die Person selber um, damit sie noch mehr zu tun haben, damit es nicht ganz so läppig ist hier. Alles klar. Natürlich auch eine gute Taktik. Sich selber Arbeit machen. Das ist natürlich gut. So, ich lasse Blaulicht mal an, weil ich stehe echt ungemütlich auf der Straße. Sicherheitshalber lassen wir es mal an. Ich wollte mich halt jetzt da vor die Person stellen, vor die Frau stellen. Ja, aber ich habe sie ja eh gerade bei der Anfahrt nochmal umgefahren. So, theoretisch müsste man auch die andere Spur dicht machen oder die Person erstmal in den Rettungswagen verladen. Die Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Erwarte Befehle. Boah, das funktioniert aber mal. Die schleppen direkt ab. Zu Befehl. Okay, hier haben wir eine hypertensive Krise. Die kennen wir mittlerweile schon gut genug. Da schicken wir einfach mal Rettungswagen plus Notarzt raus. Sicherheitshalber. Ja, das läuft soweit. Auto fährt erstmal die Tür vom Rettungswagen ab. Warum auch nicht? So. Ansonsten ist es trotzdem immer noch komplett entspannt. Also irgendwas Schlimmes muss dann passieren. Da bin ich mir ganz sicher. So, ich denke mal, Rettungswagen und so weiter rücken wahrscheinlich von der Hauptwache hier aus, oder? Wo sind wir da? Ach nee, wir sind da unten. Alles klar, nee, ich war am falschen Ort. Dann wahrscheinlich hier. Jawohl. Was gibt's? Ich finde diese Heckblitzer hier hinten ja total interessant. Die habe ich so im Real Life noch nicht gesehen. Also klar, Frontblitzer kennt man, aber diese Heckblitzer? Persönlich noch nicht, nee. So, wir müssen aber auch gleich dann schon da sein, ja. Wir haben noch knapp den halben Weg vor uns. Ich weiß, gab damals eine Mod für Emergency 4 war das, glaube ich. Oder war das auch Emergency 3? Ich komme da immer durcheinander. Da hat man die ganze Zeit einfach nur so eine Vogelperspektive gehabt. Die Kamera hat sich so getreten. Man musste Blaulicht und die Martinshörner quasi durchswitchen und nur kontrollieren. Mehr hat man da nichts zu tun gehabt. Aber fand ich auch, ich habe diese Mod geliebt. Warum auch immer. Ich habe es einfach gemocht, die Martinshorn durchzuschalten. Das war einfach mein großes Hobby. So, wir schalten mal Blaulicht wieder aus. Kennen wir ja schon. Schaulustiger und so. Dass er immer die Tür offen lässt, finde ich höchst gefährlich. Ja, da stellt man sich extra nah an den Straßenrand dran und dann lässt man die Tür offen stehen, damit die Tür schön abgefahren wird. Ist nicht so gut. Erwarte Befehle. In Ordnung. So, der Einsatz ist abgearbeitet. Ihn lassen wir da stehen. Er schaukelt einfach noch ein bisschen rum und tanzt ein bisschen sein Leben. Das heißt, das müssen wir hier abwarten. Konnte man nicht eigentlich bei Emergency-Einstellungen Automatismen... Ich will mal gucken, ob das irgendwas bewirkt, dass sie selber, wenn jetzt zum Beispiel hier die Person aufgenommen ist, sie selber einsteigt dann oder im Krankenwagen zurück ins Krankenhaus fährt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat. Das würde mir einiges an Arbeit manchmal ersparen. Ich meine, es macht ja nicht viel aus oder dass der Arzt, wenn er ausgestiegen ist, dann selber dahin geht und behandelt. Das wäre dann... Es wäre auf jeden Fall ganz cool, aber so passiert jetzt erstmal nichts. Wenn der Arzt dann selber irgendwo hinrennt und die Person behandeln würde, das würde mir wirklich schon viel Arbeit abnehmen. Jawohl. Also wenn er jetzt so frei rumsteht, meine ich, aus dem Fahrzeug ausgestiegen ist und so, es ist ja dann nicht wirklich viel Spiel verändern, aber es ist mir einfach, erspart mir einfach einen Klick. Wir probieren es mal. Das muss man dann, glaube ich, eh jedes Mal wieder so einstellen, wenn man das so haben möchte. Aber ich weiß ja nicht, ob das bei der Mod so funktioniert. Höre, alles klar. So, wir lassen ihn einfach mal direkt mitfahren. Okay, ein Einsatz ist abgearbeitet. Sehr schön. Fahrzeugwracks müssen immer noch abgeschleppt werden. Aber das dauert halt auch ein bisschen länger, bis die Abschlepper da immer durch die Gegend geäumelt sind. Erwarte Befehle. So, ab Richtung Krankenhaus. Notruf. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände.
so. Ich wollte gerade mal nachschauen, ob ich hier erkennen kann, welche Feuerwehr Chemiepark ist, aber es steht tatsächlich dabei, Berufsfeuerwehr 02 Chemiepark West. Weil diese Chemiefahrzeuge will ich jetzt mal versuchen, weniger einzusetzen. Aus dem Grund, dass, falls wir wieder irgendwie was Verseuchtes, irgendeinen Einsatz kriegen, wo wieder eine Giftwolke austritt oder so, dann haben wir diese Fahrzeuge einsatzbereit da. Kann ja hier schnell passieren bei der Map, die hat es ja ganz schön in sich. Dann würde ich nämlich lieber statt die Feuerwehr ausrücken lassen, würde ich dann lieber hier unten auf die, was haben wir da, die Nummer 12, würde ich die Feuerwache Nummer 12 lieber nehmen. Sind ziemlich nah beieinander. Aber dann habe ich die Fahrzeuge halt wirklich, falls es irgendeinen Chemiebrand gibt, habe ich die Fahrzeuge hier parat und kann nämlich da die Feuerwehrleute umziehen und kann damit besser arbeiten. Will ich mal versuchen, ein bisschen drauf zu achten. Das heißt, ich muss mir merken, statt die nehmen wir Freiwillige Feuerwehr 12. Dann haben wir die einsatzbereit weiterhin. Muss ich mal drauf achten. So, ich höre aber auf jeden Fall die Feuerwehr kommen. Okay, von da kann die nicht reingefahren kommen. Ich habe gedacht, da geht auch ein Weg lang. Aber anscheinend nicht. Gut, dann parke ich dich jetzt quasi gerade falsch herum. Dann drehe ich dich nochmal. Dann park lieber so. Okay, jetzt muss er gerade überlegen. Park so. Sehr schön. Okay, da haben wir jetzt schon die ganzen Mülltonnen am Brennen. Ich habe Angst, dass sich das aufs Haus ausbreitet. Deswegen nehmen wir gerade einfach mal den Schnellangriff. Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Stellen Sie Ihren Zustand fest. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Ja, machen wir gerade mal so nebenbei. Ist auch recht entspannt. Wir sind jetzt gerade bei Einsatzstufe 0. Wenn wir wieder Einsatzstufe 3 reinkriegen, dann bin ich hier wieder kurz vorm Nervenzusammenbruch wahrscheinlich. Sofort. Also Einsatzstufe 3 ist schon echt brutal. Das ist schon echt brutal. Ich habe auch noch gar keine Streifenwagen gerade hier losgeschickt zum Streifefahren. Also ein einziger Polizeiwagen ist unterwegs. Mehr nicht. Da müssen wir auch unbedingt mal was dran ändern. So, einen lassen wir am Bahnhof. Bahnhof brauchen wir immer Polizei. Ein Fahrzeug lassen wir ein bisschen durch die Gegend kurven. Dann haben wir noch die andere Polizeiwache. Da können wir dann auch nochmal 1, 2, 3 Fahrzeuge losschicken. Müssen wir dann mal schauen. So, Taste Z. Wird gemacht. So, viel Spaß beim Streifefahren. Bei der Einsatzanfahrt wieder fast eine Person umgemäht. Die schaffen sich wirklich selber die Arbeit. So. Das machen wir an. Heckwarner machen wir an. Alles klar. Warnblinker funktioniert hier bei Linzing, bei den Fahrzeugen nicht so hundertprozentig. Ja. Haben wir schon festgestellt. Wir werden wahrscheinlich auch in der nächsten Folge mal wieder die Hauptlüdenscheid-Karte spielen. Einfach, damit wieder ein bisschen mehr Abwechslung da ist. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Ich finde das irgendwie ein interessantes Design vom Deutschen Roten Kreuz hier bei dem Fahrzeug. Also viel Gelb vorne, wenig Rot oder wenig Orange. Hier finde ich es ein bisschen langweilig hier hinten. Ja, hier ist okay. Auf jeden Fall interessant. So. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Wo haben wir denn die Person, die zusammengebrochen ist? Kreislaufkollaps. Er liegt ja sehr bequem da. Da können wir uns ein bisschen Zeit lassen. Natürlich nicht. So. Die zwei sind fertig, glaube ich. Die waren im Krankenhaus. Die fahren jetzt wieder zurück. Mal gucken, von wo jetzt der Rettungswagen kommt. Entweder Hauptwache oder... Ja, kann eigentlich fast nur Hauptwache sein. Ja, tatsächlich der hier. Der rückt aus. Ich bewundere das immer, wie cool hier die Blaulichter und so animiert sind. Oder beziehungsweise leuchten. Ich habe damals bei Emergency 3, glaube ich, war das oder so. Da habe ich mich so ein bisschen... mit den Modding-Tools auseinandergesetzt gehabt dafür und habe auch so ein bisschen Blaulichter erstellt, einfach so zum Spaß, zum Rumprobieren. Das war eine Arbeit. Ich denke mal, das wird hier nicht besser sein in dem Fall. Und da steckt eine Arbeit dahinter. Das ist echt Wahnsinn bei dieser Mod.
größten Respekt auf jeden Fall an die Ersteller. Ich habe mich damals bei Emergency 3 vielleicht war es aus 4, ich weiß nicht mehr so genau. Ist schon lange her. Da habe ich mich halt mal ein bisschen mit den Modding-Tools auseinandergesetzt und habe auch angefangen, mal eine Map zu erstellen und lauter so Sachen. Sofort. Ist natürlich nie was fertig geworden. Ich habe einfach mich nur damit auseinandergesetzt. Aber es ist schon krass viel Arbeit. Kann man sich gar nicht denken. Aber ist bei vielen Sachen so. Da denkt man sich, ah, das ist doch keine Arbeit. Zum Beispiel Let's Play. Denkt man sich auch so, wenn man da nichts mit zu tun hat. Das ist doch keine Arbeit. Ja, ein bisschen aufnehmen am Tag, hochladen, zack, aus, fertig. Aber das ist... Ich habe am Anfang auch immer so gedacht. Mittlerweile nimmt es fast den ganzen Tag ein. Ist wirklich Wahnsinn, was da so dahinter steckt. Das ist genauso bei der Mod. Man denkt sich, ja, so ein paar Fahrzeuge da irgendwie einfügen, was weiß ich, Räder an die Fahrzeuge dran geklatscht, hier ein paar Lichter hin. Nee. So einfach ist das nicht. Allein so Skins zu erstellen, das ist schon eine Mordsarbeit. Das ist eine Mordsarbeit. Oder die 3D-Modelle für die Fahrzeuge. Da sitzt du Wochen oder Monate lang dran an so einem Fahrzeugmodell. Und dann alleine hier so Details mit den Lichtern vorne, dass du so drei helle Punkte hast zum Beispiel und was weiß ich. Die Heckwarnerlichter, das ist mega viel Aufwand. Erwarte Befehle. Ja, hast du ja in der Mod hast du ja 1000 verschiedene Fahrzeuge drin gefühlt. Ja, die ganzen Skriptarbeiten noch im Hintergrund, die da gemacht wurden, oder die Programmierarbeiten, weil bei Emergency 5 kannst du ja ein bisschen mehr umprogrammieren. Bei Emergency 3 und 4 war es ja mehr so skriptlastig, du konntest diverse Scripts ändern und dann hast du da irgendwie so mehr Möglichkeiten gehabt, aber du warst halt ein bisschen eingeschränkt. Aber bei Emergency 5 bist du ja eigentlich, soweit ich weiß, kaum noch eingeschränkt. Das hat man ja da so ein bisschen angepasst. Dafür ist es jetzt viel komplexer als bei den vorherigen Teilen, aber man kann halt mehr machen. Deswegen gibt es halt jetzt weniger Mods für Emergency 5, muss man sagen. Aber die Mods, die es gibt, die sind halt richtig geil. Die sind halt richtig geil. So, dann können die ins Krankenhaus fahren. Das andere Team habe ich, glaube ich, jetzt ins Krankenhaus geschickt, oder? Ja, sind gerade auf dem Weg ins Krankenhaus, alles klar. Sofort. Allein so eine Map zu gestalten, das ist eine Arbeit, das kann man sich auch nicht denken. Da denkt man sich auch, ja, setzt man da mal einen Baum hin und da und vielleicht da mal ein bisschen was, aber das ist verdammt viel Arbeit. Ich habe mich bei vielen Spielen schon mit so Sachen auseinandergesetzt. Genauso bei Rags of Roots hatte ich damals auch bei diesem einen kostenlosen Spiel, wo ich fahren gelernt habe, quasi mit meinem Lenkrad. Da habe ich damals auch angefangen, mich mit der Fahrzeugerstellung zu beschäftigen und mit der Map-Erstellung. Ja, ich habe da auch die eine oder andere Map erstellt gehabt, habe mich damit mit diesem Terrorform quasi ein bisschen beschäftigt. Das ist eine Arbeit gewesen. Kann man nicht denken. Oder auch Fahrzeuge zu erstellen, da das... Es sah so einfach aus, war auch einfach beschrieben, aber das dann wirklich tatsächlich selber zu machen, das war schon richtig hammerhart. Ich meine, ich habe nie was fertiggestellt, ich habe immer nur angefangen und habe dann irgendwann die Interesse dran verloren, aber ich weiß wenigstens, was da für eine Arbeit dahinter steckt, sagen wir es mal so. Ja? Na, was ist hier los? Wird gemacht. Jetzt fahren sie, alles klar. Ich sagte, Emergency hatte ich angefangen, auch Maps zu erstellen, da wird es... Auch riesengroße Arbeit dahinter, kann man sich nicht vorstellen. Bei Lotus habe ich ja angefangen, eine Map zu erstellen. Die würde ich auch gerne weiterbauen, aber Lotus will nicht, dass ich mit Lotus irgendwas baue, weil ja, ist halt noch ein bisschen buggy. Lässt sich bei mir immer noch nicht starten. Leider, ich würde so gern mehr Lotus-Videos aufnehmen und auch Map-Editor-Videos und was weiß ich, aber ich kann es nicht. Ich müsste auf einen alten Grafikkartentreiber zurückswitchen und wenn ich das mache, stürzt alles andere ab. Das bringt nichts. Bringt nichts. Ich habe auch schon öfters mal versucht, mit Blender irgendwelche Häuser und so zu erstellen, aber Blender ist irgendwie schwierig, finde ich. Ich habe ja berufstechnisch auch kleinere Konstruktionen, 3D-Modelle und so weiter erstellt. War halt mit der Software Simatron. Und mit dieser Software konntest du so easy 3D-Modelle erstellen und wenn ich da jetzt im Vergleich zu Blender irgendwie benutze, finde ich Blender einfach so extrem kompliziert. Ich meine, klar, du kannst mit Blender mehr machen. Ja, auch Videos animieren und was weiß ich. Aber so vom Grundprinzip bauen war einfach Simatron tausendmal einfacher. Tausendmal einfacher. Notruf. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden.
Da bin ich halt so ein bisschen verwöhnt und dann verlässt mich immer schnell die Motivation bei sowas, wenn ich weiß, okay, es gibt Programme, die funktionieren schneller oder einfacher bei kleiner. Wobei, Blender ist halt bei vielen Sachen komplexer. Man kann viel mehr mitmachen als mit Simatron jetzt so an sich. Achtung, Notfallmeldung. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Löschen Sie alle Brände und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Du kannst mit Blender halt viel mehr machen, aber diese Grundsachen, also einfach mal so ein viereckiges Klotz oder ein Haus bauen, das hatte ich auf der Arbeit, wenn ich Pause hatte oder so und habe da einfach mit dem Programm ein bisschen rumgespielt, hätte ich so ein Haus in 2 Minuten fertig gehabt. Wäre überhaupt kein Thema gewesen. Mit Blender braucht man da schon ein bisschen länger. Vielleicht, wenn man da sich eingearbeitet hat, auch nicht, aber ich finde es halt im Vergleich zu dem für so einfache Sachen zu komplex, zu schwierig. Klar, wenn du natürlich dann ein Auto oder so modellierst, dann ist es besser, wenn du Blender hast, weil da kannst du einfach schöne Rundungen machen und was weiß ich. Aber so eckige Objekte könntest du mit Simatron einfach in 2 Minuten komplett fertig haben. Oh Gott, das wird hier ein bisschen größer als gedacht. Oder ein bisschen schneller größer als gedacht. Das ist nicht gut. Brandeinfamilienhaus, ja, jetzt geht's rund. Einsatzstufe 2, jetzt freue ich mich. Jetzt habe ich Spaß. Erwarte Befehle. Jetzt habe ich Spaß. Bin dabei. Okay, es ist aber das abgelegene Haus. Das macht mir nicht ganz so viel Sorgen. Ich muss jetzt nur drauf achten. Ja, wie machen wir's? Wenn ich jetzt Fahrzeuge auswähle, dann kommen die bestimmt von da. Will ich aber nicht. Kann man die auch irgendwie... Wir haben eine Meldung über eine Person mit schweren gesundheitlichen Problemen erhalten. Stellen Sie ihren Zustand fest. Anschließend muss sie versorgt und abtransportiert werden. Linzing Hauptwache, was nehmen wir denn da mal? Wir nehmen mal die DLK. Ich mache das jetzt mal so. Wir nehmen ELW. Das ist unterwegs. Habe ich nicht mehr hier. Alles klar, dann nehmen wir noch die Freiwillige Feuerwehr hinzu. Das war die Nummer 12. HLF, TLF. Was haben wir denn hier unten für eine Nummer? 10, alles klar. Da haben wir die 10. Dauert jetzt ein bisschen länger mit der Alarmierung. Ich muss erstmal hier reinfinden. So, dann würde ich auch gerne noch Streifenwagen, Rettungswagen. So, dann fangen wir mal an. DLK hierhin. ELW, ja, kann hier die Straße absperren. HLF parken wir mal hier. TLF kann später die DLK versorgen mit Wasser. Haben wir noch einen HLF. Noch einen LF. Funkstreifenwagen. Machen wir hier die andere Fahrbahn dicht. RTW kann hier hinten irgendwo sich hinstellen. Wo er nicht stört. Keine Ahnung. So. Gut. Ja, hier artet es ein bisschen aus. In Ordnung. Ah, nicht einsteigen, nicht einsteigen. Was geht's? Löchen erstmal anfangen. Was haben wir hier? Vergiftung, Überdosis, alles klar. Ja, PKW-Brand hat man eigentlich Zeit. Das war Emergency 3 und Emergency 4 Zeiten viel schlimmer. Da war das richtig widerlich. Also da bist du meistens angekommen, gerade in dem Moment, wo es explodiert ist. Verstanden. Da musstest du immer weiter wegparken, sonst ist dir das ganze Ding um die Ohren geflogen. In Ordnung. Bin bereit. In Ordnung. Verstanden. So, hier hoffentlich fängt kein Haus an zu brennen. Das wäre auch richtig widerlich, sagen wir es mal so. Zu Befehl. Jetzt kann ich mich aber erstmal hier drum kümmern. Was gibt's? Wird gemacht. Solange ich gerade mal Zeit habe. Okay, da brennt das Haus. Rettungswagen ist schon mal da. Polizei ist auch da. Das läuft, das läuft. Da müssen wir aber nochmal ein bisschen nachhelfen. Erwarte Befehle. Wird gemacht. So, dann brauchen wir dann auch noch die Polizei, weil das Fahrzeug muss ja auch letztendlich irgendwie abgeschleppt werden. Da höre ich doch schon was. Sehr schön. Bin bereit. Da lassen wir das Blaulicht wieder an, weil der hat kein Heckwarner. Okay, Rettungswagen, Polizei ist da. Feuerwehr kommt angefahren. Hören wir gerade. Genau, der Einsatzleiter ist schon mal da. Das ist soweit in Ordnung. Da ist Hölle los. Das geht auch langsam voran. Und hier sind nur noch die 2 Bäume am Brennen. Sehr gut, die Häuser brennen nicht. Haben wir es doch noch irgendwie hinbekommen. Bin bereit.
Wie sieht's hier aus mit der Wasserversorgung? Will nicht aufgebaut werden? Wird gemacht. Wird jetzt gemacht, alles klar. Gut, dann Brandeinfamilienhaus. DLK haben wir hier. Platzieren wir da. Hier kann das aber auch nicht so extrem ausbreiten, oder? Im schlimmsten Fall brennt noch Kiosk Snyder. Wird erledigt. Das ist aber, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Ich habe vergessen. So, die sind auf jeden Fall fertig. Da schicken wir noch die Polizei dann hin. Die andere Einsatzstelle war hier. Das Fahrzeug ist fast voll. Das lassen wir auch noch voll füllen. Gleich geschafft. Jetzt geschafft. Sehr schön. Ja, ihr könnt dann auch langsam mal anfangen, hier was zu machen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Erwarte Befehle. Alles klar. Ich weiß jetzt nicht, ob da hinten irgendwie ein Hydrant noch versteckt ist. Hier wäre einer. Da weiß ich nicht, ob ich bis dahin komme. Müssen wir dann mal gucken. Sofort. So. Erwarte Befehle. Einmal Wasserversorgung bitte herstellen. Bin dabei. Sofort. Oh, das ist wieder die beste Abkürzung genommen überhaupt. So, Rettungsdienstkreislaufkollaps direkt gegenüber. Ja gut, dann machen wir es gerade mal so. Bin bereit. Jawohl. Kollege kann die Drage nehmen. Und er kann hier sich um die Person kümmern, die direkt gegenüber zusammengebrochen ist. Hier ist mittlerweile auch die Polizei angekommen. Können wir auch einen Abschlepper ordern. So, da müssen wir jetzt mal schauen. Haben wir hier noch irgendwie wasserversorgungstechnisch Möglichkeiten? Wir könnten theoretisch dahin. Die rennen sogar dahin, das ist gut. Dann können wir das so machen. Hier können wir auch gerade mal absteigen. Erwarte Befehle. Bin bereit. Dann versuchen wir jetzt mal das Kiosk Snyder zu retten. Erwarte Befehle. Wir haben hier noch Möglichkeiten, was anzuschließen. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, dass die Atemschutz anziehen. DLK wird auch gerade angeschlossen. Dann kann da fleißig Haus gelöscht werden. Ich glaube, das haben wir schnell im Griff hier. Ich glaube, das haben wir schnell. So, Verteiler wird dahin gebaut von dem Fahrzeug. Wasserversorgung nehmen wir wie die DLK hiervon, würde ich sagen. Und dann kann der hier anfangen zu löschen. Da ist auch schon der nächste Rettungswagen angekommen. Perfekt. Dann kannst du ins Krankenhaus fahren. Hier kann der Kollege weitermachen. Dann haben wir das auch. Da müsste jetzt ein Abschlepper gerufen worden sein eigentlich. Das ist soweit hier alles in Ordnung. Haben wir, glaube ich, doch noch recht gut alles unter Kontrolle. Da haben wir, glaube ich, alles recht gut unter Kontrolle. Ich wollte hier gerade mal nach der LED gucken. Achtung! Funktioniert das? Funktioniert sogar. Sehr schön. Jetzt haben wir noch schönes Heckwarner. Ah, kann man schön blinken lassen. Die Infoleuchte, das ist nicht so ein rotes Licht. Ja. Boah, das ist aber grell. Das rote Licht, was angibt, wo quasi die Kontrolle herrscht. Oder wer die Kontrolle hat, sagen wir es so. Ja, ah, cooler Einsatz. Ich mag den hier hinten aber. Ich mag den hier hinten. Cool ist auch, dass wir die DLK hier mal so einigermaßen schön im Einsatz haben. Wo immer er gerade hinfährt. Hauptsache nicht laufen. Hauptsache nicht laufen. Haben wir es geschafft. Ich wollte die DLK mal eigentlich mehr ins Bild kriegen, aber... Bin bereit. Fehlt halt der ganze vordere Teil. Na super. Es brennt bei Aldi. Nicht gut. Ja, da kommt der Abschlepper, dann schicke ich euch mal wieder zurück. Gerade erstmal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Das ist direkt hier gegenüber vom PKW-Brand, dann können wir direkt mal einen Streifenwagen hinschicken. Dann können die direkt dahin fahren. Wo war denn jetzt der Brand? Der war irgendwo hier oben, oder? Da. Können die zusammenpacken? Wird erledigt. Wird erledigt. Okay, bin bereit. Bin dabei. Bin bereit. Alles klar. Ja, wird erledigt. Was gibt's? Jawohl. Okay. Ja. Wird erledigt. So. Ja. Bin dabei. Dann packen die alle zusammen. Dann kann ich mich jetzt hier drum kümmern. Alles klar. Was haben wir denn da Schönes? Ausgelöste Brandmeldeanlage.
Okay, es wird aber kein Fahrzeug vom Chemiepark alarmiert, das ist gut. ELW. So, LF10. DLK. Ist ja wirklich Aldi. Gut. Schön nerviges Geräusch. Schön nervig. So, und der Abschlepper, der tut wieder sein Bestes und weiß wieder überhaupt nicht, wo oben und unten ist, was er überhaupt da macht und was er machen soll und warum, wieso, weshalb. Dem müssen wir gerade mal ein bisschen nachhelfen. So wird das nämlich nichts. So, ich schicke dich mal dahin. Ich glaube an dich, du schaffst das. Du schaffst das, wir alle glauben an dich, wertes ADAC-Fahrzeug. Wird gemacht. Ja, das sieht gut aus. Schützen fahren aus, funktioniert, läuft. Ja? Okay. Polizei ist ja schon da. Kann aber nichts machen. Da kommt der ELW. Der kommt bestimmt jetzt vom letzten Einsatz, also den wir eben hatten, angefahren. Müsste der gleiche sein. In Ordnung. Erwarte Befehle. Alles klar. Ich kann nicht mehr machen, außer ausschalten, deswegen lasse ich den gerade mal die BMA ausschalten. Da kommt auch schon der Rest. Kennen wir schon vom letzten Einsatz. Die waren eben gerade alle da, die was jetzt kommen, denke ich mal. Perfekt. Einsatz schon abgeschlossen. Können wir quasi das letzte Fahrzeug abbestellen. Eine Person ist zusammengebrochen. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Ich weiß aber nicht, von wo die DLK da ankommt. Von hier. Direkt wieder Einsatzabbruch. Losgefahren und direkt wieder Einsatzabbruch. Erwarte Befehle. Wird erledigt. Da haben wir einen gebrochenen Arm reingekriegt. Schön. Schöne Sache. Ja, aber Einsatzstufe 2 haben wir gerade einigermaßen unter Kontrolle gekriegt oder schnell unter Kontrolle gekriegt. Ich weiß nicht, ob wir hier durch den Zaun durch können. Das ist gerade so meine Frage. Auf dem Weg ins Krankenhaus. Fahrzeug ist abgeschleppt. Sehr schön. Gebrochener Arm. Arbeiten wir jetzt ab? Wenn es mal wieder länger dauert. Da ist er doch schon. Höre. Erstmal ein Snickers. Kein Problem. Ja, Warnblinker funktioniert bei den Kisten hier irgendwie nicht. Naja, wenigstens der Heckblitzer geht. Das ist die Hauptsache. Wir haben gerade wieder einen richtig schönen Sturm. Ich befürchte wieder, dass es irgendwelche Sturmeinsätze gleich gibt. Was machen die denn da im Auto? Ist auch nichts mehr. Achtung, Notfallmeldung. Aus ungeklärten Gründen ist ein Fahrzeug in Brand geraten. Der Fahrer befindet sich verletzt im Inneren des Fahrzeugs. Löschen Sie alle Brände, retten Sie den Fahrer, versorgen Sie ihn und transportieren Sie alle beschädigten Fahrzeuge ab. Das ist natürlich blöd, wenn du noch im Fahrzeug drin sitzt und das, die Karre brennt. Das ist natürlich echt unbequem. Das ist, glaube ich, so ein Albtraum. Wenn man einen Unfall hat und ist im Fahrzeug eingeklemmt, ist eh schon komplett scheiße. Du hast dich noch überall verletzt, wenn du Pech hast. Und dann fängt deine Karre noch an zu brennen und du kommst vielleicht nicht raus. Das ist so richtig Horror. Das ist auch der Grund, warum ich ein Feuerlöcher im Auto habe. Notruf. Brandausbruch. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Vielleicht kann man mit diesen Feuerlöchern irgendwann mal Leben retten. Auch wenn es nur vielleicht ein bisschen, wenn man das Feuer nicht auskriegt, aber man kann es vielleicht ein bisschen zurückhalten, bis die Feuerwehr da ist. Das reicht ja dann schon. Aber Hauptsache, man kann noch so ein paar Sekunden Zeit schaffen oder ein paar Minuten Zeit verschaffen. Das ist die Hauptsache. Bin bereit. Alles klar. Ich höre die Feuerwehr oder die Polizei. Irgendwas höre ich. Fährt aber nicht hierher. Doch, weil die Polizei ist, aber muss gerade über die Brücke drüber fahren. Ja, bei dem anderen Brand mache ich mir eigentlich wenig Gedanken gerade, bei dem Buschbrand. Da ist die Polizei, Zivilstreife. Und da ist der Notarzt. Ja? Oh Gott, da brennt jetzt schon die nächste Karre. So war das nicht gedacht. Wird gemacht. So war das nicht geplant. Okay.
So, da mache ich mir wirklich wenig Gedanken. Es ist schon wieder, da hat ein Auto gebrannt, da hat der Aldi BMA-Dingens gedöns, Einsatz war da und jetzt brennt hier ein Baum mittendrin, auch nicht schlecht. Erwarte Befehle. Bin dabei. So, er fängt auf jeden Fall schon mal an zu löschen. Dann verteile hier hin Wasserversorgung. Haben wir hier irgendwas Brauchbares in der Nähe, was nicht ganz so weit weg ist? Das könnte funktionieren. Ah, ist auch schon die nächste Feuerwehr. Eckwarner an. Schnellangriff. Der Notarzt kann schon mal aussteigen. Hier kann auch schon mal jemand sich mit dem Hydraulikspreizer befassen. Okay. Was gibt's? Polizei brauchen wir dann nur, um die Fahrzeuge abschleppen zu lassen, sind ja. Brandausbruch in einem Müllbehälter. Höre. Ursache unbekannt. Wird erledigt. Löschen Sie alle Brände. Zwei Fahrzeuge mittlerweile, die. Oh Gott, das ist eine Kackposition. Die ist echt. Die hat's in sich. Die hat's in sich. Die hat's in sich. Schön nah am Haus, enge Gassen, Reihenhäuser. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich hoffe, die Feuerwehr ist schnell. Ich hoffe, die Feuerwehr ist schnell. Bin bereit. Ich frage mich gerade, wo der Rettungswagen bleibt. Bin bereit. Ist in Arbeit. Alarmiert hatte ich einen. Man sieht ja noch die Markierung. Ja, verstanden. Ich weiß nicht, wo der bleibt. Ich sehe auch keine Bewegung mehr von einem Rettungswagen auf der, ja, auf der Map. Jawohl. Wir sind zwar fertig mit dem Einsatz, aber ich bräuchte noch eine Ladung Wasser. Ich weiß nicht, ob die in der Wache aufgefüllt wird, oder die Fahrzeuge auf der Wache aufgefüllt werden. Ich habe da noch nicht so drauf geachtet. Ich glaube aber nicht. Ich weiß aber nicht. Ich sehe immer noch keine Rettungswagenbewegung auf der Map. Bin dabei. Läuft hier was schief oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber die Markierung sehen wir ja. Ich glaube, ich habe den Übeltäter gefunden. Erwarte Befehle. Wegfindungsprobleme, würde ich mal sagen. Ja, das ist er. Bin dabei. Das ist er doch. Aber gut, dass der Notarzt dabei war. Den haben wir hier auch tatsächlich gebraucht. Ich würde jetzt gerne einfach die Feuerwehr wieder wegschicken. Die hat ihre Arbeit getan. Wir brauchen jetzt aber hier einen Abschlepper. Eine Person ist gestürzt und hat sich dabei verletzt. Sie muss versorgt und abtransportiert werden. Gebrochenes Bein, was sonst? So, Feuerwehr ist da. Ich gehe mal schnell Angriff, aber ich glaube, der reicht nicht bis da hinten hin. Ich glaube, das reicht nicht bis hinten hin. Kommst du da hinten dran? Okay. Das wäre wirklich richtig cool. Okay, er kürzt ab. Bin dabei. Er macht Trick 17. Kürzt einfach ab übers Gebäude oder durchs Gebäude. In Ordnung. Das ist natürlich ein schlauer Fuchs. Das ist ein schlauer Fuchs. Kein Problem. So, ansonsten glaube ich, haben wir hier alles so weit unter Kontrolle. Der Rettungswagen, weiß ich nicht, der kämpft immer noch mit sich. Ich glaube, wir schicken die Kollegen in Feierabend. Ich schicke einen aus der Hauptwache. Rettungsdienst, Hauptwache, was haben wir? Haben wir da noch was frei? RTW 03, ja, schicken wir den raus. Eine Industrieanlage ist in Brand geraten. Giftige Chemikalien treten auf. Es besteht höchste Kontaminationsgefahr. Löschen Sie alle Brände. Reinigen Nein. Sie alle kontaminierten Personen. Wenn nötig, versorgen Sie alle verletzten Opfer und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Ich mache erstmal wieder den Trick, TLFs. Dann. Wir haben doch hier Feuerchemieanlage, genau. Kommandowagen ELW-1, ELW-1, LF, ja, mein Gott, schicken wir mal hier hin, ich muss dann eh gucken. Sie muss versorgt und abtransportiert werden.
welche Fahrzeuge von dem Chemiepark sind oder welche nicht. Hauptsache, ich habe die alle erstmal hier griffbereit irgendwo in der Nähe. Aber wenn ich das hier jetzt alles so parke, dann ist die komplette Stadt voll. DLK, DLK, Gerätewagen Atemschutz, Gerätewagen bla bla. Achtung, Dekon, den brauche ich. Eine Person vor Ort wurde chemisch kontaminiert. Wir müssen diese Personen so schnell wie möglich mit unseren Feuerwehren... Abrollbehälter Dekon, weiß ich auch noch nicht, was ich mit dem so genau anfangen kann. Abrollbehälter Atemschutz, Rettungswagen. Rettungswagen 1, Rettungswagen 2, NEF, Polizei, MTW. Hier machen wir auch dicht. Da machen wir hier dicht. Na, hier ist Party beim Krankenhaus. Ja, direkt eine Chemieanlage neben dem Krankenhaus, natürlich auch geil. Dann haben wir hier noch was. Was gibt's? Wird erledigt. So, Abschlepper ist da. Rettungswagen ist jetzt mittlerweile auch mal angekommen. Finde ich gut. Der kommt da hinten wahrscheinlich nicht dran. Notarzt lasse ich schon mal einsteigen. Polizei schicke ich schon mal auf den Weg. So. Ja, viel Getröte und ich kann wenig mit anfangen erstmal. Ich muss erstmal gucken, wer jetzt hier dann zum Chemiepark gehört. Okay, TLF gehört zum Chemiepark, das weiß ich. Ich würde auch jetzt direkt Alarmstufe erhöhen. Funktioniert aber irgendwie hier in letzter Zeit nicht mehr bei mir. Keine Ahnung warum. Oh, das will sogar hier brennen. Das ist natürlich nicht gut. Das ist natürlich echt nicht fein. Das gefällt mir gar nicht, wenn jetzt hier eben noch die halbe Stadt abfackelt. Bin ich hier weit genug weg? Das ist aber auf jeden Fall ein Fahrzeug vom Chemiepark. Dann zieht euch mal um. Räumelt mal hier hin. Was geht's? Bin bereit. Okay. Was geht's? Was geht's? Sofort. Erwarte Befehle. Habe ich hier irgendwie Wasserversorgung? Hydrantenmäßig irgendwas? Chemieanlage, da muss doch irgendwas da sein. Höre. Da muss doch irgendwas da sein. Zu Befehl. Kann doch nicht sein, dass ich nirgendwo so Wasser herkriege hier. Ja, hier hinten wären welche, aber das ist doch zu weit weg. Höre. Das ist doch zu weit weg. Okay. Das ist gar nicht gut. Bin bereit. Höre. Das ist gar nicht gut. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Was gibt's? Zu Befehl. Wird erledigt. Huiuiui. Ja? Haben wir wieder einen richtig knackigen Einsatz, aber ich hoffe, ich pack das noch in der Folge, weil Probleme. Festplatte. Voll. Fast. Ich will erstmal die Halle ablöchen, weil dann kann ich mit den anderen Fahrzeugen hier rumhantieren. Erwarte Befehle. Zu Befehl. Ja? Wird erledigt. Kein Problem. Höre. Bin dabei. Ja? Wird gemacht. Wir haben es auch gleich geschafft mit der Halle. Halle ist aus. Giftwolke sollte sich gleich legen. Höre. Dann kann ich nämlich jetzt mit den anderen Fahrzeugen hier anmarschiert kommen, die schon parat stehen und kann hier zu Befehl anfangen, gescheit abzulöschen. Höre. Erwarte Befehle. Ist in Arbeit. Wird gemacht. So, Giftwolke sollte weg sein. Alles klar. Okay, das ist soweit alles gut. Das haben wir doch recht gut unter Kontrolle gekriegt. Ich mach mal die Einsatzstufe 0 und ich tu mal hier den Einsatzstopp rein, sicherheitshalber. Alles klar. Boah, da habe ich gerade ein bisschen Angst gekriegt. Aber ich glaube doch recht gut noch alles unter Kontrolle bekommen. Was geht's? Alles klar. Sofort. Jawohl. So, da wird das Fahrzeug jetzt erstmal an die Wasserversorgung angeschlossen, damit sich der Tank wieder ein bisschen füllt. Hier, das Fahrzeug ist leer gelaufen. Ist aber jetzt auch halb so schlimm. Erwarte Befehle.
ist halb so schlimm. Ja. Irgendwie, er hat jetzt seinen Schlauch da angeschlossen, statt da eine Wasserversorgung herzustellen. Ja. Egal. Bin dabei. Kann er aussteigen jetzt und kann selber anschließen lassen. Höre. Wenn es funktioniert irgendwie. Irgendwas ist gerade merkwürdig, aber egal. Auch nicht so schlimm. Auch nicht so schlimm. Was gibt's? So geht's, okay. Okay. Ja, gut. Ja. Ja, in Ordnung. Ja, alles klar. Soweit, so gut, soweit, so gut. Wir brauchen die Polizei. Da haben wir die Polizei. Dann schicken wir die gerade mal hierher. Zu Befehl. Das Fahrzeug kann zusammenpacken, das Fahrzeug kann zusammenpacken. Wir haben das Feuer ja unter Kontrolle gekriegt. Das ist soweit kein Problem mehr. Erwarte Befehle, bin bereit. In Ordnung. Erwarte Befehle. Höre. Bin dabei. Höre. Kein Problem. So, die können wir auch zurückschicken. Zurückschicken, zurückschicken. Hier haben wir immer noch das Problem. Abschlepper. Bin bereit. Ist eingeladen auf dem Weg ins Krankenhaus jetzt. So, dann heißt jetzt ganz viele Fahrzeuge abschleppen lassen. Juhu! Das wird wieder ein Spaß, das wird eine Gaudi. Jawohl. Höre, wird gemacht. Ja, sofort. Ja, ich glaube, hier kommen immer noch Fahrzeuge angefahren, oder? Ich weiß nicht, die Rettungswagen oder die Rettungswagen, die haben heute irgendwie kleine Probleme. Keine Ahnung, Wegfindung halt wieder. Ja, bin dabei. Bin bereit. So, schicken wir gerade auch mal näher hier an die Einsatzstelle, aber ich glaube, hier war nichts. Ich glaube, hier ist alles gut soweit. Es sind, glaube ich, keine verletzten Personen. Das sind nur Fahrzeugwracks, die abgeschleppt werden müssen. Bin bereit. Wird erledigt. Höre. Wird erledigt. Ja? Okay. Somit soweit, so gut. Soweit, so gut. Zu Befehl. Es sind nur zwei Fahrzeuge in Brand geraten, hier hinten die nicht mal. Der LKW auch nicht. Es ist alles gut soweit. Notarzt kann somit wieder weg. Polizei hat, denke ich mal, schon alles Mögliche getan hier und bestellt. Ja. Ja, in Ordnung. Hier, wenn du den Schlauch wegpackst, Keule, dann. Jawohl. Okay, der ist komplett verbuggt. Was geht? Alles klar. Wird erledigt. In Ordnung. Wird erledigt. Egal. Ich höre dann eh nach der Folge auf. Weil Festplatte voll ist. So, die können auf Streife zurückgehen. Ein Streifenwagen lassen wir noch da. Die sind auch fertig behandelt. In Ordnung. Hat doch eigentlich alles soweit gut geklappt, oder? Sofort. Hat doch eigentlich alles soweit gut geklappt. So, das hat auch endlich geklappt. Fahrzeug ist abgeschleppt. Ah, ich habe vergessen, ein Fotochen zu machen von dem ganzen Einsatz hier. Ha. Erwarte Befehle. Jawohl, bin bereit. Das ist natürlich doof. Sofort. Was gibt's? Wird gemacht. Parken mal so, machen wir wenigstens hier Streifenwagen, Abschlepper und so weiter und so fort. Sieht auch cool aus. Und er schleppt sogar direkt ab. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So, die können auch ins Krankenhaus fahren, haben wir das auch abgeschlossen. Der Einsatz ist abgehakt, können wir zusammenklappen. Der Einsatz ist abgehakt, auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Einsatz ist gleich abgehakt, so wie es aussieht. Ja, das ist natürlich buggy. Er weiß wieder nicht, wer er ist und wo er hin muss. Helfen wir gerade mal ein bisschen nach. Verstanden. Vielleicht findet er es ja jetzt. Da kommt auch schon der Nächste angefahren. Der muss aber hier unten hin. Ich hoffe, der ist ein bisschen schlauer. Ich hoffe, der ist ein bisschen schlauer. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja. Sehr schön. Das ist eine Erleichterung, wenn das funktioniert. So, dann haben wir das theoretisch auch abgeschlossen. Können wir auch auf Streife schicken. Warum will er nicht laufen? Was ist mit ihm los? Höre. Ja. In Ordnung. Irgendwie, so ganz funktionieren tut es heute irgendwie nicht mehr. Weiß nicht warum. Hab's kaputt gemacht.
Egal, ist wie gesagt nicht schlimm. Hier läuft irgendwas heute überhaupt nicht gut. Die Polizei weiß nicht mehr, wo sie hin muss. Bei denen ist es schon alles verloren. Der Feuerwehrmann hat nicht mehr gewusst, zu welchem Feuerwehrfahrzeug er gehört. Hier fährt nicht mal auf Streife. Komplett verwirrt. Komplett durch. Rettungswagen, die sind sowieso komplett lost gerade. Man kann ja auch irgendwie die ganzen Scripts neu starten. Reload the Scripts und so weiter und so fort. Vielleicht wird es dann wieder gehen. Aber egal. Wir sind durch mit der Folge. Festplatte ist voll. 50 Minuten Emergency. Wir hatten interessante Einsätze, auf jeden Fall. Leider wieder ein Chemiebrand dabei, aber wir haben es sehr gut, finde ich, unter Kontrolle gekriegt. Das mit den TLFs, das ist einfach die Rettung. So schnell wie möglich TLFs hinschicken. Die tun dieses Gebäude recht schnell ablöschen, wenn sie genug Wasser zur Verfügung haben. Das funktioniert nicht immer so ganz. Dann kann man sich nämlich, wenn der Hauptbrand aus ist, gibt es keine Giftwolke mehr und dann kann man sich um den Rest perfekt kümmern, wenn sich es ausbreiten sollte, was es ja meistens tut. Kann man aber auf jeden Fall so machen. Na gut. Ich würde sagen, das war's dann für die Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und gerne auch dem Discord-Server beitreten. Link dazu in der Videobeschreibung unter Social Media und gerne auch Kanalmitglied werden. Würde mich sehr freuen und mega unterstützen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.